Innerhalb einer Sekunde kann sich ein Leben komplett verändern und nichts ist mehr, wie es mal war. Die vielen, vielen tausend Menschen, die am 28. August 1988 wahrscheinlich vergnügt morgens losgefahren sind, um sich die große Flugshow auf der US Airbase in Ramstein anzusehen, haben nicht damit gerechnet, dass ihr Tag in einer Katastrophe enden würde. Wie macht man weiter, wenn man mit seiner Familie in der Zuschauermenge stand, in die ein brennendes Flugzeug gestürzt ist? Ramstein gilt bis heute als die größte Flugzeugkatastrophe auf deutschem Boden. Wie sehr dieses Unglück die Menschen bis heute quält, 30 Jahre später, zeigen wir in der Dokumentation Die Narbe. Die ist hier. Kann man es überhaupt bewältigen, wenn man so ein Unglück miterlebt hat? Und wenn ja, wie? Darüber möchte ich jetzt sprechen. Wie wird man fertig mit so einer Katastrophe? Darüber spreche ich jetzt mit Hartmut Jatzko. Er ist Internist und Psychiater. Er war damals einer der ersten, der sich um die seelischen Verletzungen der Opfer von Ramstein gekümmert hat und hat damit auch den Grundstein für die Katastrophennachsorge in Deutschland gegründet. Und mit Bernhard Vogel, er war damals Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, als Ramstein passierte. Herr Vogel, Sie waren nicht vor Ort, als das Unglück passierte, sind aber dann schnell hingefahren. Gibt es ein Bild, was Sie sozusagen mitgenommen haben, was Sie begleitet hat bis heute? Ich habe mich über den Verlauf des Tages unterrichten lassen, war aber selber im Norden von Rheinland-Pfalz. Und als letzte Meldung kam, es käme nur noch eine Vorführung, es sei alles friedlich und gut verlaufen. Und wenige Minuten später die Meldung von dieser Katastrophe. Und da bin ich natürlich so schnell wie möglich von Bad Ems nach Ramstein in das amerikanische Lager. Am schockierendsten für mich auch nach so vielen Jahren in der Erinnerung, als ich heimfuhr, fuhr ich über die großen Wiesen, wo vorher Tausende von Autos geparkt hatten. Es waren ja 350.000 Besucher an diesem Tag da. Und wie ich da zurückfuhr in der Dämmerung, waren die Wiesen leer, nur da und dort stand noch ein vereinzeltes Auto. Das Auto der Toten und das Auto der Verletzten. Dieses Bild am Ende dieses schrecklichen Tages habe ich bis heute lebendig vor Augen. Weil einem das so klar gemacht hat, okay, diese Menschen sind jetzt verletzt oder fehlen. Ich wusste das ja nicht, aber der Eindruck war, das sind wohl die Autos derer, die umgekommen sind oder schwer verletzt in Krankenhäusern liegen. Und das war dann auch so. Sie mussten ja damals Stärke zeigen, das wird erwartet. Sie sind Ministerpräsident gewesen. Da wird auch erwartet, dass man etwas sagt. Wie sah das da in Ihnen aus? Also Ramstein und Jahre später in Thüringen der Mord an Schülern und Lehrern in Erfurt waren zwei Erlebnisse, die ich natürlich nie vergessen werde, weil sie mich in einer Weise herausgefordert haben wie nichts anderes während der langen Zeit, in der ich Ministerpräsident war. Und weil sie mich für Situationen gestellt haben, auf die man sich auch nicht vorbereiten kann. Am liebsten würde man in einer solchen Situation von Ramstein und auch von Erfurt schweigen. Jeder Mensch erwartet aber, dass der Ministerpräsident etwas sagt, zu einem Zeitpunkt, wo er noch gar nicht genau weiß, was eigentlich alles passiert ist, weil die Presse darauf wartet, weil die Opfer darauf warten, weil die Mitarbeiter darauf warten, weil der Landtag darauf wartet. Und in einer solchen Situation sich zu überwinden und reden zu müssen und so zu formulieren, dass die Glaubwürdigkeit nicht beschädigt wird, weil sie sich ja kaum korrigieren können, wenn sie etwas Falsches gesagt haben. Das ist meine Erinnerung an diese beiden Katastrophen und insbesondere eben an die Katastrophe von Ramstein. Herr Jatzko,
Sie sind ja, das ist übrigens der Vater des Arztes aus dem Film. Sie waren ja auch nicht selbst dabei bei der Katastrophe. Trotzdem hat das ja Ihr Leben geprägt. Wie sind Sie das erste Mal damit in Berührung gekommen? Ja, ich war zu dieser Zeit gerade, habe ich die Facharztausbildung für Psychiatrie gemacht, war in Landeck gewesen, an diesem Tag auch. Ne? Aber meine Frau hat dann sofort gesagt, wir müssen was tun. Und da haben wir dann einmal nach dieser Katastrophe eine Veranstaltung im Roten Kreuz in Landstuhl gehabt, wo 120 Menschen kamen, und zwar die Helfer hauptsächlich. Also von der Bundeswehr, von unserer Polizei, von den Rettungseinheiten, amerikanische Offiziere auch. Es waren 120, die alle sehr betroffen waren, vor allen Dingen auch unsere Polizeioberin, die ja selbst auf der Tribüne gestanden haben. Sie waren in absoluter Lebensgefahr, die Flugzeuge hätte sie auch treffen können. Ja? Herr Jatzko, wir reden ja heute relativ selbstverständlich von Traumata. Das ist ein Begriff, den man heute kennt. Das war damals nicht so. Sie haben das erste Mal mitgekriegt, wie viel Trauma da auch hinterlassen wurde, auch als ein Mann in einer Fußgängerzone um sich geschlagen hat. Genau, es war kurz vor Weihnachten dann, 1988. Ich hatte Dienst in der Ambulanz gehabt und plötzlich wurde mit dem Krankenwagen einer angefahren, der einen Panikanfall hatte. Und der also so um sich geschlagen hat in der Fußgängerzone, nicht? Und sie haben dann hergebracht und dann habe ich gesagt, haben Sie etwas sehr Schlimmes erlebt? Und da hat er dann gesagt, darüber rede ich nicht. Das heißt, er konnte sich nicht mehr dran, er wollte sich nicht erinnern, weil das zu schmerzlich ist, weil das genau so eine Panik ausgelöst hat, als wieder ein amerikanischer Flieger quer über Kaiserslautern kam. Ne? Wir haben ja diesen Flugverkehr nach wie vor, nicht? Und alle Menschen sind, ich habe all die Jahre auch einige begleitet, immer noch betroffen, wenn Flugzeuge rüberkommen. Das hat Folgen mit erhöhten Blutdruckspitzen, mit allen möglichen vegetativen Störungen, die also eigentlich eine Angstproblematik sind. Dieses Trauma ist eine Narbe der Seele, die wie eine Narbe, eine körperliche, wenn man hinschaut oder erinnert wird, sofort wieder praktisch alles hervorbringt, worunter man aktiv, also auch akut gelitten hat. Es kann die gleiche Heftigkeit wieder erfahren. Herr Vogel, das war ja damals, ich habe es ja gerade gesagt, gar nicht üblich, dass man über Traumata schon sprach, beziehungsweise das auch so behandelt hat wie heute. War Ihnen auch schon damals klar, dass da irgendwie Verletzungen bleiben, die man behandeln muss? Naja, also das war mir selbstverständlich klar. Und das ist ja nicht nur in der Folge Rammstein so gewesen, sondern nach jedem ungewöhnlichen Lebenserfahrung, die jemand macht. Das war natürlich genauso bei den Lehrerinnen und Lehrern im Gymnasium in Erfurt der Fall. Und das war natürlich der Fall nach einem Zugunglück. Also diese, was man heute Traumatisierung nennt und was der Arzt viel besser erklären kann wie ich, der Vorgang, dass wenn man etwas Exzeptionelles erlebt, man damit möglicherweise sein ganzes Leben nicht fertig wird oder jedenfalls es nicht vergisst. Ich bin nicht traumatisiert durch diese zwei Katastrophen, aber ich weiß, dass ich mein Leben bisher und auch in Zukunft diese beiden Vorgänge selbstverständlich nicht vergessen werde. Herr Jatzko, Herr Fuchs sagt ja in dem Film, dass er sich oft ein normales Leben ohne seelische Einschränkungen wünscht. Geht es überhaupt, dass man sozusagen weitermacht, damit fertig wird und trotzdem nicht vergisst? Nein, eigentlich nicht. Wir wissen das auch von Holocaust-Überlebenden, ne? Dass die häufig zwei Generationen nicht darüber sprechen konnten. Nicht, weil sie nicht wollten oder andere nicht belasten wollten, sondern dann kommen die eigenen Erinnerungen, die Bilder, die Schreie der Menschen, das alles wieder hoch in dem Moment. Und sie haben dann tagelang Albträume mit Schweißausbrüchen. Ja, das ist immer so, da sieht man, dass im Gehirn auch die vegetativen Zentren mit aktiviert werden. Und das sind also Symptome, worunter Menschen unendlich leiden können, die aber oftmals in der Medizin nicht als Traumatisierte erkannt werden, sondern da wird der Blutdruck behandelt, wird das. Und man fragt nicht, ab wann war es, wo ist der Täter so ungefähr für diese Symptome, worunter Menschen leiden und unter Umständen ein verkürztes Leben dadurch haben. Warum tun wir uns denn dann trotzdem so schwer? Oder man sah es jetzt auch in dem Film, wie der Sanitäter
anzuerkennen, dass die Seele verletzt ist und dass man Hilfe braucht? Also klar, also vor 1988 gab es das ja nicht. Und wir haben ja immer noch die schlimme Vergangenheit der Nazizeit, konnte ein Soldat, der nicht mehr in den Kampf gehen konnte, der wird unter Umständen erschossen. Wegen Feigheit vor dem Feind. Ja, und wir haben immer wieder auch in der gesamten Geschichte schon im Alten Testament und so überall Beschreibungen von Traumata. Also, Ihre Generation hat die große Leistung vollbracht, das erklären zu können. Ja. Aber das Phänomen ist nun in der Tat uralt. Das Menschheit und zwar, immer begleitet. Also wenn Sie so wollen, bis an den Anfang des Alten Testaments. Sicher schon, der Säbelzahntiger hat einige. Man muss sogar fürchten, dass bei Kain und Abel, der seinen Bruder erschlagen hat, bis zu Lebensende darunter gelitten hat. Richtig. Weil das für ihn ein traumatisches, wie Sie jetzt sagen würden, Erlebnis. Das erzählt auch der Roland im Film, dass er Schuldgefühle hat, dass er an diesem Sonntag mit seiner jungen Frau und seiner fünfjährigen Tochter nach Ramstein gefahren ist. Natürlich Unsinn. Aber es kann jeden treffen. Es kann jeden treffen und man weiß nicht, was hier zu diesen Verknüpfungen bzw. Blockierungen im Gehirn führt. Es kann sein, dass ein Mensch nur um die Ecke gestanden hat, hat es gar nicht mitbekommen. Er gehört aber mit zu diesem traumatischen Erlebnis der anderen. Herr Vogel, Sie kommen aus einer Generation, von der ich denken würde, dass sie noch gelernt hat, vielleicht nicht über Gefühle oder Verletzungen der Seele so viel zu sprechen. Ist das der richtige Weg? Darf ich es so sagen? Wir und auch ich selber habe gelernt, dass man mit Herausforderungen fertig werden muss. Und weil wir das gelernt haben, haben wir es mal mehr, mal weniger auch erfolgreich angewandt. Das heißt, Sie würden schon sagen, man kann mit Verletzung der Seele fertig werden, wenn man das eine Sache... Man muss zumindest versuchen, fertig zu werden. Wenn man von vornherein sagt, ich werde damit nicht fertig, verbaut man sich den Weg in die Zukunft. Herr Jatzko, bei einem persönlichen Trauma ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, ne? Sich zu sagen, ich pack's jetzt an. Oder ist es auch ein Akt des Willens und der Entscheidung? Nicht nur, es sind qualitative Unterschiede. Meine Frau sagt immer das Beispiel, Sie reiten, fallen vom Pferd. Der eine hat eine Prellung, da sagt man, geh bald wieder aufs Pferd. Der andere hat vielleicht eine hirnorganische Störung, eine Verletzung, Gehirnerschütterung oder Schwereres, verliert ein Bein oder sonst etwas. Das ist qualitativ was ganz anderes. Und Trauma ist genauso zu verstehen gegenüber einer anderen seelischen Belastung. Hier ist etwas, als wenn Sie in ein Netzwerk einen Schlüssel reinschmeißen und es gibt Kurzschlüsse, die dann aber für ein Leben lang eine Narbe der Seele hinterlassen. Und es sind Narben. Das heißt, die sind nicht zu reparieren. Aber, und das, was wir in der ganzen Nachsorge wollen, damit Menschen eventuell die Chance haben, damit zu leben. Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich für dieses Gespräch. Sie sehen, Bewältigung hat sehr viel damit zu tun, dass man doch in die Vergangenheit zurückblicken muss, um auch in der Zukunft weitermachen zu können. Wie geht es Ihnen damit? Wie sehen Sie Verletzungen der Seele? Warum kommen wir so problemlos mit Verletzungen des Körpers klar, tun uns aber so schwer, wenn die Seele verletzt ist? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns doch.